Wen wollen Majestät diesmal haben? Vielleicht jemandem aus dem Bereich Politik? Zweifelstein, ich hab gedacht, es geht ums Glück. Kunst, Kultur, sowas. Verstehe, Majestät. Auch da habe ich eine Menge Bewerber draußen. Na, wer steht denn da? Majestät, draußen warten Dalí, Rembrandt, Schiele, Picasso. Ja, einen von denen, los. Zu Befehl, Majestät. Hofbildstelle, Glücksrat, bitte. Wer ist noch das? Geladen zu einem künstlerischen Diskurs mit seiner Majestät, der österreichische Maler und Begründer des fantastischen Realismus, Arik Brauer. Eine Schneekugel mit Pinguinen. Das ist ein Kellner. Die ist fantastisch und doch irgendwie realistisch. Vielleicht können wir es verkaufen, also husch. Brauer, wir sind sehr, sehr froh, dass er da ist. Endlich fühlen wir uns einem Menschen gegenüber, der uns versteht. Wir sind auch ein Künstler. Tatsächlich? Ja. Das habe ich fast befürchtet, ja. Warum das? Sie malen hinter meinem Rücken, ja, Majestät? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, das ist gut. Da, außerdem beschäftigt man uns mehr mit Musen als mit Malerei selber. Busen, ja. Nein, nicht Busen, Musen. Ah, Musen. Busen dann auch. Oder Musen schon. Mit Busen, das geht ja auch, nicht? Ja, notwendigerweise, sonst ist es ja keine Muse, ne? Sonst ist es ja ein Musee, oder wie nennt man das dann? Museum, Majestät. Setzen wir uns darüber, dann kann ich nicht so viel mitreden. Eine Ehre. Wo setzen wir uns hin? Da, auf die Couch. Fein, ja. Auf die Couch. Ja. Majestät. Wissen Sie, Verbeugung ist nicht meine starke Seite. Ja, aber er macht das schon sehr gut. Er ist ein bisschen dran, oder? Ja. Bitte da oder da. Ja, wo er will. Wo will er sich denn hinsetzen? Dass mich das Publikum besser sieht. Ah! Ein Künstler muss ja auch ein bisschen eitel sein, oder nicht? Muss er. Schon, oder? Er muss ja davon aber ausgehen. Vor allem natürlich eitel auf sein Werk. Ja, das impliziert. Es ist der Traum zum Beispiel jedes Künstlers, einen Habsburger zu malen. Ja, aber das sind wir nicht zum Glück. Naja, das ging oder, schon. Oder stellen Sie irgendwelche, stellen Sie irgendwelche Zeichen von Degeneration an uns fest? Na, ich würde wunderbar, ich würde Sie auch als Akt sehr gerne malen. Ne? Mit Krone natürlich, mit der Krone. Vielleicht war es ein Fehler, dass wir uns da hergesetzt haben. Majestät. Ich bin ja kein Museum, nicht? Majestät, Sie überschätzen mich, nicht? Davon war nicht die Rede. Ach so, na, dann kommen wir wieder her. Ja, aber darf man mal zurückzukommen auf dieses die Projekt, Krankheit, die ich meine, über den Preis können wir später noch sprechen. Nicht? Das Projekt, wenn Sie so mit der Krone und mit einem Schwert, die Taille könnte man oberen Bauch oder unterm Bauch irgendwie betonen, das geht alles. Und Sie können es haben, schön oder ähnlich. Aber wir wollen auf einen... Malt er überhaupt noch? Ja, ja, immer, ganzen ja? Tag. So wie seine Majestät atmet, ja? So mal ich den ganzen Tag. Seine Majestät, eure. Aha, Mehrzahl, ja klar. Wir, ja. Es gibt wir bringen ja viele. Ihm jetzt die sogenannte Toni... ja in jeder Menge. Bitte? Ganz ruhig bleiben. Er wird ja als Vater des Austropop bezeichnet. Naja, Austropop. Ich weiß nicht, ob ich ein Popsänger jemals war, aber ich habe ja versucht, Texte zu... Ja, er war ja nicht kein Austropop, sondern der Vater des Austropop. Ne? Einer der Väter, sagen wir ja. So, wollen wir bescheiden bleiben. Ich will mich auch nicht exponieren. Ne? Ja, so stolz können Sie auf die Kinder auch wieder nicht sein. Ja. Was hat er denn gesungen? Ja, zum Beispiel ein Lied für die Habsburger, nicht?
Ja? Ja, ein sehr interessantes Lied. Nicht nur für die Habsburg, überhaupt für die Wiener. Das ist so gegangen. Jetzt sitz im Himmel, schau mir auf Wern. Ich bin zwar schon gestorben, aber schauen würde ich gern. Da sieht man's wie's groben und zoben den Leid. Als Aratoda, da hat man mein Leben erst zerfreit. So ist es gegangen. Also, wir haben natürlich eine Frage, die uns seit Jahren beschäftigt. Seit Jahren. Ja. Er war Mitbegründer des fantastischen Realismus, der Fuchs auch. Ja. Wenn man sich den Fuchs jetzt anschaut, der hat von 22 Frauen 21 Kinder, nicht? 7 Bentley, 3 Rolls Royce. Fast, kommt fast hin, ja. Und er hat 3 Kinder, also ist er der fantastische Ding und er ist nur der realistische Ding? Das kann man so sehen, also... auf dem Gebiet der Frauen bin ich schon, glaube ich, der Realist. Und eher der Fantast, würde ich sagen, ja. Man will denn sogar sagen, fantastisch. Also künstlerisch ist immer mehr bei ihm, aber bei den Frauen? Ja, aber das ist ja nicht so wichtig. Der Fuchs ist ein Jahrhundertmaler. Und der wird bestehen, während diese ganzen Frauen... Und was ist er? Jahrzehntemaler, Monatsmaler? Ich bin auch ein Jahrhundertmaler, fürchte ich, ja. Ja? Ja. Ja, Seifenstein, dann kaufen Sie mir halt was ab. Haben Sie was mit? Nein, ich verkaufe auch nichts. Nein? Er verkauft nichts? Nein, bei dieser Wirtschaftskrise. Das Geld ist, man weiß, was mit dem Geld los ist. Die Bilder habe ich. Die kennen keine Krise. So ist das nämlich. Also er arbeitet noch immer. Ich, nicht ja. ich arbeite noch selbstverständlich, solange ich lebe, mal ich. Und, ja? Und singen tue ich mir im ja. Badezimmer natürlich, wie wir alle. Nicht? Und Zeitungslesen tue ich am Klo, weil da hat man Ruhe. Ein bisschen mehr Information, als man wirklich brauchen. So, er hat uns jetzt wirklich inspiriert. Das ist schön. Das ist ja mein Leben. Jetzt wissen wir, wo wir die Zeitung lesen werden in Zukunft. Also, er darf sich zurückziehen. Aber. Wunderbar. Aber. Er soll auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Ich werde es versuchen. Ja. Majestät, es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Na, weißt du.